wenn so eine Welle des Aufruhrs durch das Land geht, wenn es in der Luft liegt, wenn viele mitmachen, dann kann in einer letzten gewaltigen Anstrengung dieses System abgeschüttelt werden. Zur Traute nicht Sie sagen. Bisher habe ich noch nie darüber gesprochen oder geschrieben. So viel über sie geredet wird, ist die Stunde gekommen, wo auch ich das Wort ergreifen muss, um das Bildnis des Bruders klar und wahrhaftig zu zeichnen. Schon als kleines Kind gewann er alle Herzen, und obgleich ich nur anderthalb Jahre älter bin als er, entsinne ich mich genau, wie er wohlgenährt und strahlend auf der Mutter Schoß saß. Eifersüchtig war ich nie, denn ich selber liebte ihn am meisten. Wir wuchsen auf dem Land in Oberbayern auf. Ein großer Garten war beim Haus mit vielen Blumen. Hoch über allem ragten die Berge, und der Vater konnte da hinaufsteigen und erfüllte die Kinderherzen mit Sehnsucht nach den Gipfeln. Erinnerung an Christel Probst. Hier in Ruhpolding verbrachten die Geschwister die schönen Zeiten der Jugend, von denen uns die 1976 verstorbene Angelika in ihren Niederschriften berichtet hat. Noch heute erinnern sich Nachbarn von damals an Angelika und Christoph Probst, an die Familie und die Freunde. Die Erinnerung an Christoph ist besonders lebendig geblieben. Christel Probst war ein fröhlicher, aber auch sehr besinnlicher Mensch. Er war sehr naturverbunden, liebte die Berge und Wälder und alles, was drin wuchs,
und zu ernten war. Und da habe ich noch in Erinnerung, wenn er von seinen Wanderungen und Radlfahrten heimkam, der kam nie leer nach Haus. Er hat immer Steine, Blumen, Beeren oder Pilze dabei gehabt. Alle Berge in der Umgebung wurden von ihm und seinen Verwandten und Freunden erklommen. Dabei fehlte auch das Zelten und Abkochen nicht. Viel dabei war sein Freund Alexander Schmorell. Je älter er wurde, desto mehr zeigte sich, wie außerordentlich liebefähig und mitfühlend sein Herz war. Seit er einmal beobachtet hatte, wie ein sich sträubendes Kälbchen zum Schlachter geführt wurde, aß er jahrelang keinen Bissen Fleisch mehr. Und über Menschen, mit denen er aus irgendeinem Grunde Mitleid hatte, konnte er weinen. Dabei war er trotz aller Zartheit alles andere als ein Schwächling. Bei den Spielfreunden und später bei seinen Schulkameraden war er wegen seines Mutes und seiner körperlichen Gewandtheit beliebt und geachtet. Seine Tollkühnheit war haarsträubend. Und es muss mehrere Schutzengel in Atem gehalten haben, ihn immer wieder heil aus allen gewagten Unternehmungen herauszuretten. Ein Beispiel für viele. Wir besuchten damals das Landerziehungsheim in Marquardtstein. Dort führt über die Ache, das ist ein ziemlich breiter Fluss, eine steinerne Brücke, deren Geländer sich halbkreisförmig in haushohem Bogen über die Straße schwingen. Einmal nach der Schule wetteten wir, ob es wohl jemanden gäbe, der sich getraue, über diese Bögen zu laufen. Plötzlich sehe ich, wie unser Christel sich die Schuhe auszieht und schon mit ausgebreiteten Armen das hohe, steile Steinband hinaufläuft. Das Wort blieb uns im Munde stecken. Vorübergehende Frauen hielten aufschreiend an. Er aber glitt weiter, vogelleicht und sicher wie ein Akrobat, erreichte die äußerste Höhe, blieb einen Augenblick stehen und lief auf der anderen Seite wieder hinunter. Christel Probst war ein auffallender Schüler. Er war in seiner Entwicklung den anderen voraus. Dafür will ich eine Episode erzählen. Jeden Tag war in der siebten Stunde Sport. Eines Tages auch wieder, und da wollte ich mit den Jungs Hochsprung und 100 Meter Lauf machen. Aber an dem Tag war nichts mit ihnen anzufangen. Sie waren schlapp und trieben nur Unfug. Regelrecht wütend ging ich nach Schluss der Stunde rauf. Es war übrigens gerade hier, wo ich raufging, da kam Christel Probst, der mich offenbar versöhnen wollte, von hinten an mich heran und legte die Hand von mir, bei mir auf die Schulter und sagte: Ach, Herr Klein, Sie Blume auf der Wiese Gottes. Wütend fuhr ich herum, denn auch Christel hatte mitgemacht, wo er doch sonst niemals sich bei Disziplinlosigkeiten begleitete. Ich herrschte ihn an. Wieso Blume? Da lächelte er und sagte: Rittersporn, Herr Klein, Rittersporn. So hatte er eine souveräne Art, mit den Menschen umzugehen, niemals irgendwie devot, sondern er war immer er selbst. Und dadurch ermöglichte er es auch seinen Partner und Gegenüber, jeweils er selbst zu sein. Schon mit 17 machte Christoph Probst sein Abitur, nachdem er eine Klasse übersprungen hatte. Er wollte Arzt werden. In diesem Berufswunsch trafen sich die Komponenten seines Wesens: die Liebe zu Gott, den Menschen und der Natur. Er hat in seinem kurzen Leben mehrere hundert Briefe geschrieben. Viele an die Schwester Angelika, zahlreiche andere an seine Stiefmutter, von allen liebevoll Ömini genannt, die ihm nach der Scheidung der Eltern seit frühester Jugend neben der leiblichen Mutter eine mütterliche Freundin war. Im Ruhpoldinger Haus geriet sie als Jüdin im Laufe des Krieges in zunehmende Bedrohung, weil im Nachbarhaus ein Erholungsheim für Soldaten der Waffen-SS eingerichtet wurde. Immer in der Angst aufzufallen, konnte sie ihre Wohnung kaum noch verlassen. Ihre Ruhpoldinger Hausleute haben sie in einem Akt damals seltener Zivilcourage bis zum Kriegsende versorgt. Oft hat sie hier die Briefe von Christel Probst gelesen. Sie waren für sie eine Quelle der Kraft. Wenn es dir schlecht geht,
So denk immer an das Herrlichste, was uns Menschen vom Himmel gegeben ist, die Liebe. Oft habe ich mich in schweren Stunden nach etwas Absolutem, nach einem Fels, der aus all den Nebeln der Täuschungen herausragt, gesehnt, an dem ich mich festhalten kann, weil alles um mich wandelbar und glitschig war. Erst neulich habe ich den Fels gefunden. Es ist die Liebe. Nachher habe ich mich gewundert, dass man so schwer suchen muss, was so nahe liegt. Alle anderen Begriffe sind an die Welt, an unser kleines Gehirn gebunden. Liebe lebt überall, auf jeder Welt und zwischen den Welten. Sie herrscht zwischen Toten, die mehr Leben in sich haben, als die Menschen der Welt hier ahnen, und den Lebenden, die vielleicht Tote sind. Kaum würdest du raten, wo ich gestern Nacht Dienst war. Der Rücken schmerzte mir von der Schreibarbeit und überhaupt mangelte mir die Bewegung so, dass ich mich aufs Rad schwang und über Schongau-Peiting nach Steingaden und weiter zur Wies fuhr. Herrliche Hochmoore, Birkenhaine, von Frühlingsblumen bestandene graugrüne Wiesenhügel wechselten ab, alles übergossen von herrlichem Abendsonnenlicht. Hinter Steingaden ging's in langen Windungen aufwärts durch einen kühlen Wald. Dann öffnete sich das Dickicht und in einer lieblichen Frühlingslandschaft lag die Wies. Mehr ein Traum als Wirklichkeit. Mein Rad stellte ich dahin, wo wir ehemals aus dem Auto ausgestiegen waren. Dann ging ich auf einem schmalen Weglein zu der herrlichen Kirche. Die Vollkommenheit dieses Raumes ist einzigartig. Eine einzige lichte, beschwingte Pracht, ohne Schwere und Dumpfheit. Selten war mir das Empfinden von Papas Nähe so unmittelbar lebendig. So eine halbe Stunde ohne viel zu denken in solch herrlichem Raum zu sein, gehört zum Schönsten, was man erleben kann. Christoph Probst heiratete früh. Hertha Dorn wurde seine Frau. Es wurden ihm Kinder geboren und er wurde der zärtlichste, beglückteste Vater, den man sich denken kann. Das Glück, das man bei Frau und Kind empfindet, die reichen Stunden kann man nicht beschreiben. Möge es so bleiben. Ein Glück ist für mich, dass ich alle 14 Tage Urlaub nach Ruhpolding bekomme. Auch ich habe mir nie vorgestellt, dass man sich so an einem kleinen Kind freuen kann, wie ich es jetzt tue. Es ist immer viel zu kurz. Kaum hat man sich richtig eingelebt, ist schon wieder Abfahrtszeit. Übermenschlich viel lastete auf ihm. Die Qual der Zeit, die Sorge um die Familie, der Zwang des Militärdienstes. Trotzdem brachte er es noch fertig, Fechtunterricht zu nehmen, ein Buch zu lesen, sich mit seinen Freunden nächtelang über die politische Zukunft Deutschlands zu beraten. Lebhaft erinnere ich mich an die heilige Erregung, mit der er sich gegen die Tötung der Irren und rettungslos Kranken aussprach, wie er mir klarmachte, dass es den Menschen in keinem Fall zustände, in den Willen Gottes einzugreifen, denn niemand könne doch wissen, was in den Seelen dieser Irren vorgehe und zu welch geheimer Reifung das Leid über sie verhängt sei. Sein und deshalb auch mein bester Freund war Alexander Schmorell, ein Deutschrusse, den mein Bruder auf der Schule kennengelernt hatte, mit dem wir seit Jahren aufs Innigste verbunden waren und auch alle Ferien gemeinsam verbrachten. Nie werde ich vergessen, wie Alex mir in den Osterferien 1942 strahlenden Auges sagte,
Wir werden in Zukunft sehr viel politisch tätig sein. Und wie die heiße Angst, die bei diesen Worten in mir aufstieg, vor seiner freudigen Zuversicht verflog. Heute Abend habe ich die Bilder von Vincent im Taufkleid abgeholt. Alex ist bestimmt ein prächtiger Pate. Er hat das Amt mit echter Freude übernommen. Sehr richtig, sagte er, dass es eigentlich erst richtig anginge, wenn das Kind einmal die Eltern verlieren sollte. Die Taufe hat meine Beziehung zum kleinen Vincent noch vertieft. Er hatte wirklich etwas Engelhaftes bei dieser langen Prozedur und leckte sich sogar das Salz des Heiligen Geistes ohne körperliche Verstimmung von den zarten Lippen. Irgendwie ist mir dieser Akt recht nahe gegangen. Man spürte da einen Hauch von der Gemeinschaft der Seligen. Christoph Probst und Alexander Schmorell, dazu das Geschwisterpaar Hans und Sophie Scholl, bildeten in München einen festen Freundeskreis. Christel hatte schon seit frühester Jugend die Verlogenheit des Dritten Reiches erkannt. Die Geschwister Scholl hatten dem System nach anfänglicher Begeisterung konsequent den Rücken gekehrt. Alex, Hans und einige andere Freunde mussten zum Fronteinsatz nach Russland. Christoph Probst blieb zum Studium in der Heimat. Schon damals waren sie eine geistige Gemeinschaft. Alle verband sie die gleiche, eindeutige Ablehnung der Tyrannei und, trotz aller Verschiedenheit der Konfessionen, eine tief gegründete christliche Überzeugung. In einem Brief an seine Schwester Angelika hatte Christel Probst geschrieben: Eines erkenne ich in diesem schweren Frühling deutlich. Ein großes Herz haben, das ist alles. Der große Geist ist dagegen nicht so viel. Wie sehr er und seine Kameraden bereits bewegt und aufgewühlt waren, erfuhr in diesen Monaten auch der Stiefbruder Dieter Sasse, dem Christel zahlreiche wichtige Briefe geschrieben hatte. Wie ist Ihre Erinnerung an eine besonders wichtige Begegnung in der Vergangenheit? Und wie beurteilen Sie heute die Motivation, die geistige Haltung, die zu seinen damaligen Aktionen geführt hat? Als ich im Oktober 1942 zur Wehrmacht einberufen wurde, besuchte mich Christel oft abends in der Kaserne in Garmisch. Er kam dann vom nahegelegenen Eibsee, und wo er als Sanitätsfeldwebel im Erholungsheim der Luftwaffe tätig war. Wir führten in Garmisch auf dem Kasernenhof nachts lange und intensive Gespräche, in denen wir auch versuchten, uns mit den sehr bedrückenden Zeitumständen auseinanderzusetzen. Dabei wurde mir klar, dass Christel in zunehmendem Maße unter dem Druck des unmenschlichen und verantwortungslosen Hitler-Regimes litt. Das kam in den Gesprächen ganz deutlich zum Ausdruck. Und einmal sagte Christel zu mir: Wir schimpfen alle, aber wir schauen ständig zu, wie Unrecht geschieht. Wenn nicht bald jemand etwas unternimmt, dann tue ich etwas. Ich war erschreckt und sagte: Christel, um Gottes Willen, sei vorsichtig, so etwas darfst du nicht aussprechen, es ist viel zu gefährlich. Ich ahnte damals nicht, dass Christel längst dabei war, etwas zu tun, denn er stand damals schon in Verbindung zu den Geschwistern Scholl. Als die Freunde aus Russland zurückgekehrt waren, begannen sie, ihre politischen Zusammenkünfte ins Tätige auszubauen und eine Folge von Flugblättern, die Weiße Rose genannt, herzustellen und zu verbreiten. Christel Probst wohnte damals in einer Pension in Aldrans, denn er war zum Studium nach Innsbruck abkommandiert worden. Wenn er in München war, nahm er weiterhin an den gemeinsamen Abenden teil. In mehreren Städten hatten sie zuverlässige Anhänger gewonnen, die die Briefe mitnahmen und in die Postkästen warfen. Vor allem Alex Schmorell und Willi Graf waren in dieser Sache rastlos und bis zur Erschöpfung tätig. So verging der Herbst 1942. Im November kam Christel während einiger Urlaubstage zu mir. Auf langen Spaziergängen sprach er fast nur von der Not der Zeit,
von der Gestaltung der Zukunft. Noch nie war unser Zusammensein so bis in die letzte Tiefe verstehend gewesen, als hätten wir die Nähe des Todesengels gespürt. Am 22. Februar bekam ich einen Anruf aus München. Setz dich in den nächsten Zug und komme. Am nächsten Abend kam ich in München an und sah das fahlgraue Gesicht meines Stiefvaters. Ist etwas geschehen, fragte ich. Und wie im Traum vernahm ich die Antwort. Ja, es ist etwas geschehen. Unser Christel lebt nicht mehr. Später erfuhr ich alles. Hans und Sophie Scholl hatten noch kühner gemacht durch ihre bisherigen Erfolge, für den 18. Februar einen Gewaltstreich geplant. Mit Koffern und Aktentaschen voll neuer Flugblätter betraten sie morgens früh die Universität, verteilten die Schriften in den Hörsälen und ließen den Rest von der obersten Galerie durch den Lichthof hinunterflattern. Der Pedell aber hatte die beiden beobachtet und sie wurden verhaftet. Als man in Hansens Rocktasche griff, fand man dort den handschriftlichen Entwurf eines Flugblattes von meinem Bruder. Hitler und seine Genossen. Was ihnen Freiheit und Ehre gilt, haben sie in 10 Jahren der Zerstörung aller materiellen und geistigen Freiheit, aller sittlichen Substanz im deutschen Volk genugsam gezeigt. Der deutsche Name bleibt für immer geschändet, wenn nicht die deutsche Jugend endlich aufsteht, Recht und Sühn zugleich, die Peiniger zerschmettert, und ein neues geistiges Europa aufrichtet. Am nächsten Tag wurde er in Innsbruck verhaftet. Er wollte übers Wochenende zu seiner Frau fahren, die gerade ihr 3. Kind bekommen hatte und an einem Kindbettfieber lebensgefährlich erkrankt in einer Klinik lag. Am Montag, dem 22. Februar, fand vormittags im Münchner Justizpalast die Verhandlung vor dem sogenannten Volksgerichtshof statt. Das Urteil lautete auf Todesstrafe für alle drei. Sie wurden dann sofort in das Gefängnis Stadelheim gebracht. Da sie ahnten, dass alles ungewöhnlich schnell gehen würde, baten sie gleich um einen Priester. Mein Bruder hatte sich seit langem und besonders während seines letzten Lebensjahres mit glühender Inbrunst auf die katholische Taufe vorbereitet. Und der Himmel wollte es, dass er sie in seiner Todesstunde auf dem Boden der Gefängniszelle kniend empfangen durfte. Dann erwirkte der Priester, dass die Freunde sich noch einmal sehen durften. Sie umarmten sich und sprachen, in wenigen Minuten sehen wir uns wieder. Wenige Tage später wurde auch ich verhaftet und kam in das gleiche Gefängnis. Und in aller Qual wurde mir das große Glück zuteil, zu erfahren, wie sie alle dort, selbst die rohesten Aufseher, von Christel beeindruckt waren. Die Abschiedsbriefe meines Bruders durfte ich einmal im Beisein eines Gestapo-Beamten lesen. Ausgeliefert wurden sie uns nie. Man wollte vermeiden, dass ein Märtyrer aus ihm gemacht wurde. Ich habe nicht gewusst, dass Sterben so leicht ist. Vergiss nie,